Hallo meine Lieben, jetzt am zweiten Advent und zu meinem Beitrag zu den 24 veganen Weihnachtselfchen. Ich öffne heute quasi das siebte Türchen und natürlich wie bei jedem dieser Videos in diesen 24 Tagen gibt es auch bei mir heute was zu gewinnen. Ich wollte das Ganze eigentlich ein Tickchen weihnachtlicher dadurch gestalten, dass ich eigentlich eine Weihnachtsmütze aufhaben wollte. Ich bin heute auch durch zig Geschäfte gelaufen und überall waren die entweder ausverkauft oder es gab erst gar keine. Aber deswegen habe ich immerhin mein Weihnachts-T-Shirt wieder rausgekramt. Ja, und habe mir mein Weihnachtsbäumchen heute mal neben mich aufs Sofa gestellt. Das ist mein Benjamin, den habe ich mit einer Lichterkette geschmückt und mit so kleinen Herzchen. Ja, mein Weihnachtsbaum. Aber was gibt es denn eigentlich heute zu gewinnen bei mir? Und zwar ist es passend zu Weihnachten ein Überraschungsgeschenk. So sieht das Ganze aus. Da ist schon der Paketaufkleber drauf und da könnte dann bald dein Name und deine Adresse stehen. Ich versende diesmal, also jetzt kommen wir schon direkt zu den Teilnahmebedingungen erstmal, ich versende diesmal wirklich nach ganz Europa. Also es ist ein Päckchenaufkleber Deutschland und EU, ja, also zum Beispiel auch Österreich, Schweiz können da jetzt mit teilnehmen und auch alle Länder eben einfach, die zur EU gehören. Ja, es ist ja Weihnachten und da ist es mal okay. Du musst aber mindestens 18 Jahre alt sein oder das schriftliche Einverständnis deiner Eltern haben, weil es halt ein Gewinnspiel ist. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Die anderen 24, 23 Elfen dürfen nicht am Gewinnspiel teilnehmen. YouTube, Facebook und Co. haben überhaupt nichts mit diesem Gewinnspiel am Hut. Und ja, es wird dann per Zufall entschieden. Und was musst du machen, um daran teilzunehmen? Du teilst und oder kommentierst dieses Video. Also du teilst es genau auf Facebook oder Twitter oder Instagram mit dem Hashtag MojoDee oder du kommentierst eben auf Facebook oder YouTube oder Google+. Also irgendwie so, dass man dich halt quasi ja tracken kann, also dass ich einfach weiß, wer daran teilgenommen hat, weil man sieht ja nicht, wer alles das Video gesehen hat oder vielleicht auch einen Daumen hoch gibt. Und die Yoda gibt es leider nicht mit zu gewinnen. Der wollte ich heute auch ein Weihnachtsmützchen aufsetzen, aber für Katzen gab es auch keine. Ja, und was ist denn jetzt eigentlich in diesem Überraschungspaket drin? Also so richtig verraten werde ich es natürlich nicht, sonst ist es ja keine Überraschung mehr. Ich kann aber schon mal sagen, dass es ausschließlich vegane Produkte sind. Ist ja auch irgendwie passend zu meinem Kanal und passend zu den veganen Weihnachtselfen. Es sind ganz unterschiedliche Sachen drin. Also das Päckchen sieht jetzt nicht so groß aus, ist aber wirklich randvoll gefüllt. Mit zum Beispiel auch Sachen Süßigkeiten oder Räucherstäbchen, Tee, solche Dinge. Seid ihr einfach mal gespannt, was euch da alles erwartet. Ganz viele, viele Kleinigkeiten. Ist auch eigentlich Männer, Frauen unabhängig. Klar, wenn jetzt jemand vegane Sachen ablehnt, dann wäre das vielleicht nicht so das ideale Paket für ihn. Aber so prinzipiell sollte das eigentlich jedem gefallen und zu jedem passen, was da so drin ist. Ja, und ich wünsche euch jetzt einfach mal ganz viel Glück und habe die Teilnehmbedingungen, wenn sie noch in die Infobox passen, auch in die Infobox noch reingeschrieben. Und ja, viel Spaß dabei und wer dann richtig Lust hat, sich überraschen zu lassen, der legt sich das einfach unter den Weihnachtsbaum und wartet dann wirklich bis Heiligabend. Und das Gewinnspiel läuft jetzt eine Woche, also bis zum dritten Advent. Und am dritten Advent abends um 20 Uhr, das ist dann Sonntag 20 Uhr, lose ich dann aus, wer es gewonnen hat. Und dann geht das, sobald ich eure Adresse habe, dann auch auf die Reise. Also versucht auch da dann wirklich dran zu bleiben, gut erreichbar zu sein, damit ihr das dann auch wirklich noch vor Weihnachten bekommt. Und wie gesagt, allen ganz, ganz, ganz viel Glück und schaut auf jeden Fall auch in die anderen Türchen-Videos rein. Ich auf der Endcard gleich, habt ihr auch verlinkt, wer gestern dran war, wer morgen dran ist. Ihr könnt aber auch in die Infobox gucken, da sind nochmal alle teilnehmenden Kanäle aufgelistet und auch zu welchem Türchen sie drankommen. Also es lohnt sich auf jeden Fall, da mal jeden Tag reinzuschalten und so vielleicht auch ein paar neue YouTube-Kanäle kennenzulernen. Ganz viel Spaß euch beim weiteren Öffnen der Türchen, eine besinnliche Weihnachtszeit und viel Glück!